man kann auf der Kamera was erkennen. Der 330D, der wäre jetzt soweit fertig. Das Kennfeld ist abgeändert. Die Daten wurden aufs Steuergerät geschrieben. Ist seit wenigen Wochen mit dem CMD per OBD möglich, wenn man die Freischaltungen hat. Das heißt, man spart sich hier das Öffnen des Motorsteuergeräts und ist natürlich somit etwas einfacher die Arbeit. Und natürlich auch ein Thema mit der Garantie, da muss man ehrlich sein. So fällt es natürlich nicht auf, dass irgendwas verändert wurde. Und man kann den Datenstand wieder Serie flashen. Macht es hier ein bisschen einfacher. Ja, was soll ich groß sagen? Ich bin positiv überrascht. Wir sind jetzt gerade auf der Autobahn unterwegs. Eine kleine Probefahrt. Hier auch wieder das Thema, wie es beim Diesel natürlich üblich ist. Man merkt sofort den Unterschied. Man merkt ihn schon beim Gasgeben. Das Fahrzeug ist viel früher da, viel agiler. Er ist viel drehfreudiger und macht richtig Laune. Also das muss ich zugeben. Wenn man so schaut, das seht ihr jetzt nicht, aber es ist einfach ein anderes Beschleunigen. Es fühlt sich auch, wenn man ehrlich ist, sogar sauberer an, wie wenn es noch der Originaldatenstand ist. Also es fühlt sich einfach harmonischer an. Es ist untenrum viel mehr Druck, es macht viel mehr Spaß. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich fahre noch eine Weile, schaue noch, dass ich die Werte noch ein bisschen adaptieren, dass die ganze Sensorik, Aktorik alles noch in Einklang kommt. Und dann versuche ich euch nachher noch ein kleines Video zu machen und vom Tacho, sorry, das habe ich vergessen, kleines Tacho-Video. Da können wir dann auch schon den ersten Vergleich ziehen und morgen geht es dann auf den Prüfstand zur Feinabstimmung. Da wollen wir dann schauen, was rauskommt. Ich habe es im ersten Video, im Teil 1 schon angesprochen. Das Ziel sollten so knapp 300 bis 310 PS sein und 640 Newtonmeter um den Dreh sollte man liegen. Ich denke, das werden wir auch. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch eine ruhige Nacht und wir hören uns morgen wieder auf dem Weg zum Leistungsprüfstand. Bis dahin. Ciao.